Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SFS Colony. Und heute haben wir die dritte Mission vor uns. Und zwar bringen wir diese beiden, ja, sehr schweren Module zu unserer Europastation. Einmal unser Landepad mit Treibstofftank und ein Raumschiff mit Astronauten an Bord, die dann dort für eine Weile leben werden. Ja, wir haben eine Menge Treibstoff im Gepäck. Diese zwei großen Treibstofftanks sind auf jeden Fall eine ganze Menge und die werden wahrscheinlich auch locker ausreichen. Zusätzlich haben wir hier vorne drei Satelliten. Die werden wir in einem niedrigen Europa-Orbit stationieren. Die werden dann quasi Signale aufnehmen und an die Erde weitersenden, beziehungsweise andersrum von der Erde auch Signale empfangen und auf die Bodenstation, auf die eigentliche Kolonie dann zurücksenden. Und ja, das ist die heutige Folge. Wie immer mit einer Menge Zeitraffer. Und hier wird es dann wahrscheinlich ein extra langer Zeitraffer werden, denn die Mission wird eine Weile dauern. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen und los geht's.
Und da haben wir es, das war die dritte Mission mit unserer MS-Kolonie. Wir haben hier noch einiges an Treibstoff übrig. Das werde ich auch nach der Folge gleich in einen der großen Tanks bringen. Und da haben wir wieder quasi die Grundstruktur der MS-Kolonie.
da können wir auch die Navigation beenden. Dann schauen wir uns mal die Kolonie an. Dazu gehen wir raus zum Jupiter. Und da haben wir ja noch von früher quasi die allererste Mission Satelliten. Die haben sich natürlich alle schön wieder verschoben. Ich werde da nach der Folge nochmal nachschauen, dass sie wieder so in einem Dreieck sind. Momentan sind sie aber sowieso alle hier über unserer Kolonie, also macht es keinen großen Unterschied. Hier haben wir die Raumstation. Da ist ein bisschen Treibstoff drin. Ne? Auch wenn ich nicht mehr ganz genau weiß, wo. Egal. Da ist unsere Raumstation über Europa. Das hier ist unser Lander, der ist zum allerersten Mal hier auf Europa gelandet, hat diese Stelle ausgesucht für die Basis. Und da sind wir quasi auf Europa. Wir sind halt an einer etwas dunkleren Stelle am Eis gelandet. Es gibt ja auch deutlich hellere Stellen, aber ihr seht unten links, da gibt es auch sehr, sehr dunkles Eis. Heißt, wir sind hier quasi irgendwie auf dem Riss und gerade ist es ziemlich laggy, keine Ahnung warum. Versuchen wir es mal wieder ein bisschen näher zu bringen. So, sehr schön. Und irgendwie haben wir hier auch ein paar visuelle Glitches, die sind natürlich sehr schön. Einmal der Boden und dann seht ihr es hin und wieder da die Lufttextur, die Atmosphärentextur. Also wir sind irgendwie hier an einem besonderen Ort oder so. Gehen wir mal hier rüber. Also haben wir hier die Station. Ihr seht ganz links den Treibstofftank. Den haben wir auch fast voll bekommen. Dann hier unser Raumschiff. Irgendwie sind die Schatten genau andersrum. Keine Ahnung warum. Normalerweise ist diese beleuchtete Seite ein bisschen weiter links. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Dann haben wir hier 4 unserer Module, wo dann die Astronauten drin arbeiten können, wohnen können, essen können, sonst was. Einen kleinen Turm, Satellitenschüsseln und Antennen dran. Können wir hier mit unseren Satelliten Kontakt aufnehmen und die können das dann eben weiterleiten zur Erde. Dann haben wir hier unser Atomkraftwerk, ja, das dann schön Strom erzeugt. Ist wahrscheinlich im Vergleich zu modernen, heutigen Reaktoren wahrscheinlich ziemlich klein und generiert wahrscheinlich nicht so viel Energie, aber immerhin. Und dann haben wir hier unseren Erzbohrer und unsere Raffinerie. Ja, sprechen wir nicht darüber. Ich habe tatsächlich nicht nachgeguckt, ob das mit den Docking Ports passt, aber ja gut. Es hat auf jeden Fall nicht gepasst, was doof ist, aber okay. Jedenfalls, hier haben wir die Basis. Ich versuche mal den Lander mit drauf zu bekommen. So, da haben wir die gesamte Basis einmal drauf. Und das war es quasi mit dem Aufbau der Kolonie. Ich werde da nicht weiter was hinzufügen. Und damit haben wir jetzt quasi den Teil des Let's Plays abgeschlossen. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst mal ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!